Hallo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Runde Altes Live. Und ich bin mal wieder unterwegs mit dem TechTube, dem Mernie und dem Veganer. Und heute, wie wir in der Stocker Quest Challenge Folge, ich weiß ja nicht, welche Folge es jetzt war, gesehen haben, gesagt oder gesagt haben, besser gesagt, wir gehen jetzt eine Runde Schildkrötenfarm. Oh ja. Oh ja, oh ja. Und das wird hoffentlich lustig, weil da sind schon einige hingefahren. Ja, wir haben schon ein paar gesehen und die Polizei hat uns schon gesehen und ich glaube, das gibt Action. Könnte lustig werden. Ja, das wird auf jeden Fall lustig. Wer ist eigentlich da rechts neben mir jetzt? Hallo, erstmal. Ah ja, der Manny ist ja auch da, ja. Ja. Ich bin der Martin. Der Modin. Der Modin. Alge Hallo, der Becher. Auge. So, welches Schildkrötengebiet fahren wir jetzt? Fahren wir Schildkrötengebiet oder? Das ganz linke. Fahren wir Schildkrötengebiet oder fahren wir Schildkrötengebiet? Wir können Ich würde auch sagen, also das ich fahre Schildkrötengebiet. Schildkrötenjagdgebiet. Ach nee, wir gehen ja Schildfischen, ne? Oder wie war das? Richtig. Schildfischen. Wir So würden ja haben wir niemals uns damals immer Schildkröten töten. rausgeredet. So haben wir uns damals immer rausgeredet. Okay. Ja, wir sind Schildfische jagen. Ja, ich Komischerweise weiß sehen nicht. die aber aus wie Schildkröten. Ja, das Also, passiert halt. Hier, damit ihr mal weil die sehen haben könnt, wir haben gewisse schönen Ähnlichkeiten. Tauchanzug und so hier alles, ne? Nachtsicht, falls es dunkel wird und so. Und dann wollen Oh, da wir haben wir mal. gar nicht Hab ich nachgucken. nicht. Du hast kein Nachtsichtgerät? Vor allen Dingen ist es Nein, aber 17:24 Uhr, können wir ja es gleich mal wird gucken, weil bald hier ist auch das dunkel. Rebellenlager irgendwo. Ja, das Rebellenlager ist in der Nähe. Ey, was fahrt ihr eigentlich so weit links? Soll ich mal einen Tick langsamer fahren? Nö, passt schon. Also machen wir es einfach so. Ja, genau, dreh noch mal eine Runde. Dreh noch eine Runde, komm, dreh noch eine Runde, schaffst du noch. So, das ist Ja, der super sogenannte Tag. Donut. Das ist der Donut Nein, im, das ist im Donut, Meer. du. Mit unserem Jetzt Speedboat komm hier. ich, Jungs. Jetzt komm ich. Das kann nichts werden. Manny, du machst das Ding nur kaputt. Das kennen wir von dir. Alter, wie geil das gerade einfach aussieht, die Formation. Richtig, das sieht schon lässig aus, ne? Ja. Vor allem so von vorne, so jetzt das die Führung hier wieder mal. Wer ist denn da ganz hinten? Der Manny Der bestimmt, oder? Manny. Ja, ich baue Ich ja bin links Scheiße vom hier. Tech. Ach, wie oft wir früher Schildkrötenfarmen waren, ne? Und mittlerweile aber Und so gut jetzt wie gar kaum nicht noch. mehr. Ja, weil wir ganz viel Scheiße im Kopf hatten. Ja, Ja, aber und weil die. Die Preise wurden ja auch abgesenkt für Schildkröte, ne? Darf man nicht Ja, vergessen. eine bringt ja nur noch 18.000. Ja. Früher waren das ja 27.000. Richtig. Da war das schon sinnvoll, also schon wertvoller auch. Jetzt mittlerweile. Bloß ich glaube, dann haben es wirklich zu viele gemacht und dann wurde es runtergesetzt. Der Preis. Immer wenn der Vengeance die Seite kreuzt, kreuze ich auch. Damit sie Nee, lässig aussieht. ich mach bloß, weil hier vorne kommt jetzt gleich wieder der Felsen und da hab ich mich heute früh schon festgesetzt. Ach, du Felsen warst doch und schon Ja, nee, Schildkröten du fahren. kennst das. Ach, ist das die Ecke, Ja, wo nee, ich du mal kennst das. kaputt gegangen bin? Nein, nein. Nein. Du kennst das, du weißt, dass ja mit Vengeance dem Edge kritischer kaputt Schaden. gehen. Also Ja, wollte ich gerade ich würde sagen. an deiner Stelle ja auch nach rechts kreuzen. Veganer, Ey, dein du. Boot hat kritischer Schaden. Nein, hat's Doch, nicht. steht Es da, ist nur oder? leicht Steht da zerkratzt. aber. Oh, Frau Miliz Oh, Frau verbindet. Miliz verbindet. Nicht, dass die uns jetzt noch Jetzt abhängt. gibt's Ah, Ärger. jetzt gibt's Ärger, jetzt gibt's Oh Ärger. Gott, Alter, Was Scheiße! hast du denn gemacht? Was ist denn mit dir passiert? Nein, Alter! Veganer, sag nicht, dein Einfach Boot ist jetzt drüber. kaputt. Oh, Nee, es fährt Scheiße, noch, die es fährt Wand. noch. Oha, Orangen Engine, hat jemand von euch ein Tourkit? Nein, ich hab keins. Ja, nein, vielleicht. Ruf den ADAC. lieber ADAC, ADAC wir sind gerade am Schildkrötenfarm. Kann ich aber bitte mit dem Boot kommen? Ja, die dürfen ja keine Sachen an die Polizei weitergeben. Ja, zum Glück. Alter, Genau, wie die ohne Medics. Witz, wenn mich jemand berührt, explodiert das Ding. Nein. Ich bin schon mit Ich der kann. roten Engine 70 gefahren. Ja, ich war gerade Egal was ist, 91. Veganer, halt einfach Abstand von uns. Vor allem auch beim Bremsen. Da hinten ist nachher. irgendwas. Links von uns. Ach nee, Links. das ist ein Frack, das ist ein Frack, das ist ein Entschuldigung. Ja, zum Glück lenkt mein Boot überhaupt nicht nach links. Dann ist doch gut, wenn es das nicht tut. Ich meine, wenn es das tut, müsstest du dir ja Nee, Gedanken dann machen. wär das Boot kaputt, wenn es nicht nach links lenken Ach würde. so. Das lenkt immer ein bisschen nach links. Ja. Schildkrötenjagdgebiet. Da geht's jetzt hin. Ich würde es ja geil finden, wenn auf der anderen Seite ganz rechts auch noch eins wäre, ne? Einmal um die Rebelleninsel rum ist ja noch eins. Nee, ich meine ganz rechts an der Map. Da, wo Ach auch in der so. Nähe vom Froschteich und so da irgendwie. Sandminen und so da hinten. Was ich cool finden würde, wenn in Pyrgos noch ein Fischhändler wäre. Im Golf von Pyrgos?
Was cool wäre, wenn die bei uns in Athanaos noch ein Bootdealer, Boot spawnen. Bootdealer. Ein Bootdealer? Ist das illegal, ey? hat der richtig derbe Boote? So viel zu schnell. Ey, da kannst du geklaute Boote verkaufen. Ey, geil, geil. Echt mal. Boothändler meinte ich doch. Ein Bootshop-Shop. Bootshop-Shop. Da brauchen wir noch einen Heli-Shop-Shop. Boot. Alter, stellt euch mal vor, man könnte Helis verticken, ja? Dann würde hier Jagd auf die Dinger machen. Ich glaube, ich würde immer nur die Mohawks jagen. Ich meine, so teuer wie die sind, da kriegst du locker 600-700k dann für. Für so einen scheiß Mohawk. Alter, ja, für einen Mohawk kriegst du fast eine Mille dann raus. Das wäre richtig hart. Gehen wir dann alle zusammen Helis farmen, ja? Für Helis? Ja, wir können Helis farmen. Ja, lass mal demnächst mal Autos farmen gehen. Was, ey, wo wir Autos farmen gehen, wäre auch geil. Ja, das wäre richtig geil. Dietriche einpacken, los geht's. Dietriche Waffen. Warum alles. Dietriche? Warum? Ein paar ADAC-Leute überfallen, dann haben wir die Generalschutz. Ja, das wäre natürlich derbe. Das wäre natürlich richtig geil. Da können wir jedes Auto öffnen, ohne dass wir irgendwann auf der Fahndung sind. Alter, schön am Marktplatz da, am LKW-Parkplatz, wo eh keiner kontrolliert, schön ein paar Hemmets aufmachen, losfahren. Der LKW-Parkplatz ist doch jetzt anders, den siehst du doch jetzt. Ja, der guckt doch trotzdem kein Schwein. Wenn da einer einsteigt und losfährt. Wir müssen nur alle. Weil wenn drei Leute ein Helmet hätten, müssen wir alle in verschiedene Richtungen fahren. Einen können sie sich holen, die anderen zwei nicht. Das heißt immer noch 900k durch 3, 300k für jeden. Ja. Hat jetzt eigentlich jeder. Wo ist eigentlich der Benny? Ach, der Benny fährt jetzt links. Komm, wir kreuzen jetzt nochmal, ja, die kommen. Okay, okay. Dupdido, ich fahr jetzt in den Kreis rein. Das sieht so derbe geil aus, muss ich mal sagen. Jetzt müsste der Manny noch in der Mitte so. Genau, jetzt müsste der Manny noch in der Mitte vorbeisausen. Oh, der Manny. So fahr ich jetzt eigentlich in der Mitte. Der Manny haut eine Kurve rein. Der Manny hat Steuerprobleme. Ja, irgendwie. Ja, Steuerprobleme, ja, das ist klar. Wer seine Steuern nicht bezahlt, ne? Denkt dran, Freunde, Boot schön anhalten. Wir verteilen die mal ein bisschen, oder? Ich fahr mal ein bisschen unten von dem Kreis. Also ja, am besten echt Mitte. Ihr wisst ja, vier Leute, vier Ecken, oder nicht? Komm hier in die Mitte am besten. Und schön gucken, dass es auch wirklich steht. Ja, ja, und Punkt markieren auf einmal. Punkt markieren. Ja, deswegen nehme ich immer die Mitte, die habe ich mir sowieso markiert immer. Jeder hat jeden Schlüssel, ist doch so. Ja, aber ich will trotzdem mein Boot wieder haben. Da sind jetzt schon vier Schildkröten drin. Ich glaube, mein Boot. Meins müsste stehen. Mein Gott, wir teilen es doch dann eh alle durch. Ich glaube auch, dass mein Boot steht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Alter, jetzt schreibt Dingens mich an. Oder? Das ist aber auch Dingens. Echt schwer zu sehen, ne? Gib ob mal das Passwort Boot für die steht Gang. Oder nicht. Weißt du jetzt wer? Okay. Ne, mein Boot fährt ganz langsam rückwärts. Ich schreib mal nachher. Ja. Mal gucken jetzt. Zum Glück ist meine Tastatur auch überhaupt nicht laut. Okay, ja, mein Boot könnte jetzt. Ja, ich glaube, da steht. Ich lasse es einfach so. Oh, ich habe abgeschlossen. Auch gut. Aussteigen. Jadi, wir treffen uns jetzt mal alle. Wir treffen uns jetzt mal alle bei Tex Boot. Das ist so mein Boot, kann man eh erkennen. Ich krieg meins bestimmt wieder. Hey, wieso? Ich habe doch mein Boot hier. Ich bin jetzt gerade hier geparkt. Warum soll ich jetzt wohin kommen? Ja, wegen den Schlüssel, dass du uns nochmal die Schlüssel geben kannst für dein Boot. Okay, dann komme ich zu euch. Also, ich habe. Wo ist Manny eigentlich? Schlüssel. Mein Boot 35 Meter und 89. Das 89 ist wahrscheinlich dahin. Oh, ich komme gerade zu euch und was ist da? Die Schildkröte? Okay, Jungs, ich muss die Schildkröte holen. Schildi! Hol sie. Ich hole sie. Bleib stehen. Jetzt kannst du ja mal so eine schöne Technik zeigen. Tschui, okay, zeige ich euch. Also, Freunde, passt auf. Schildkrötenfahren. Man kann Schildkröten draufschießen. Wenn du Pech hast, ballerst du mal ganz Magazin weg und die scheiß Schildkröte lebt noch immer. Aber... Wir haben es schon geschafft, 11 Magazine auf eine Schildkröte zu verbeugen. Siehste? Aber es gibt einen Trick. Ihr müsst auf die Schildkröte zielen. So, und irgendwann geht das Ding so einen kleinen Tick runter. Fuck. So. Und wenn das den kleinen Ruck gemacht hat, das Zielkreuz, wie ihr eben gesehen habt, ein Schuss... Eine Kugel und die Schildi ist hinüber. Oder du schwimmst einfach unter, die gibst ihr einen Schuss im Bauch und die ist auch down. Na, das ist ja aber wieder unfreundlich, oder? So eine Kugel im Bauch. Ist ja mal schöne Magenkrämpfe. So eine Kugel im Bauch ist schon wieder fies. Du sollst erstmal ja alle zum Charlie schwimmen. Ach ja, ich sollte ja zu euch kommen, ne? Oh, ich farm schon.
glaube, ich habe gerade Heli gehört. Ich meine Effekte mal wieder ein bisschen lauter stellen. Ich habe meinen auch komplett laut, aber ich höre irgendwie vom Spiel gerade auch gar nichts. Ganz kurios. Ich schwimme noch mal einmal schnell zu meinem Boot. Ey, wer hat da eigentlich das X auf die auf das Dings gesetzt? Was für ein X wo? Auf die Map. Ich. Heli, auf jeden Fall. Tauchen. Unten bleiben, nicht schießen, unten bleiben und nicht schießen. Hallo, warum nicht schießen? Die sind doch eh unsere Boote, die wissen, dass hier wer ist. So findet ihr Schildkröten und ich nicht. Tja, weil wir die Schildkrötengänger sind. Banger. Banger. So. Gänger, Banger. Gänger, Banger. Ja, der Kaswaggy kriegt mal einen. Von Kaffeemaster, was hat der gemacht mit dem ADAC? Nein, wenn die das Auto reparieren, geben die immer noch eine Bezahlung. Ja, das geht ja jetzt als Ticket, ja. Das ist so eine Glückssache, ne? Hat irgendjemand mal den Heli jetzt gesehen? Nö. Da war aber auch keiner mehr. Ich musste vorher übrigens 27.000 bezahlen, weil ich an der Diamantenmine mit meinem Heli kaputt gegangen bin. Ja, krass. Ey, pass auf, Merni, ich bin jetzt über dir. Da ist noch eine Schildkröte. Alter, krass. Merni, gib mal bitte dem Yadi die Liederrechte. Jetzt warte mal. Die Schildkröte ist eben nicht draufgegangen. Blöde Schildkröte. So. Ja, auf jeden Fall kein Heli. Das Boot ist hier. Ich muss einfach noch mal kurz mal mein Boot hier markieren, ey. Ja, das ist das. So, dann packen wir die Schildkröten schon mal rein. Nicht wundern, ich habe schon drei drinne gehabt, denn ich habe ja vorhin schon mal einmal ganz kurz. In Kavala. In Kavala. Bei Kavala gibt es nämlich auch Schildkröten. Aber komm, das ist echt ein bisschen kurios, oder? Ja. Wozu gibt es dann Schildkröten? Ja, kann ich immer nur eine mitnehmen oder kann ich mehr mitnehmen? Bist der Rucksack voll? Kann natürlich mehr mitnehmen. So, ich habe mal den Punkt auf der Map markiert, wo mein Boot ist, damit ich nachher nicht so suchen muss. Schildkröte! Michelangelo! Die sind so kurz unter der Wasseroberfläche, hä? Ja, ich zeig auch gleich nochmal einen anderen Trick, Freunde, die alle bei mir hier zuschauen, wie ihr Schildkröten auch noch ein bisschen sehen könnt. Pass mal auf. Bisschen ist, schneller und leichter. Ja, ist ein bisschen einfacher dann. Wie denn? Mit ihr müsst hochschwimmen, bis knapp unter die Wasseroberfläche. So. Und dann müsst und dann ihr mal, vor euch auf einmal ein und dann müsst ihr mal die Maus so ein bisschen hoch machen und dann seht ihr das hier, Freunde. Seht ihr das? Das ist so ein kleiner Grafikbug irgendwie, keine Ahnung. Obwohl, Bug, was sage ich jetzt nicht, weil dann heißt es, wir machen Bug-Use. Das ist ein Grafikfehler. So, richtig. Ein Grafikfehler. Das ist eine nicht geladene Textur. Genau, und für nicht geladene Texturen können wir einfach nichts. Auf jeden Fall kann man dann über Wasser, unter Wasser sehen wie über Wasser und man kann die Schildkröten aus ein paar Metern Entfernung sehen. So. Aus ein paar hundert Metern. Schildkröte? Meine. Schildkröte? Meins. Aber ich kann mich gerade nicht sehen. Alter, eine Schildkröte nach anderen! Ich mach euch alle platt! Ich esse euer Fleisch! Ich habe jetzt im Boot schon, ich glaube, 8 oder so? Also ich habe im Inventar 5, im Boot 4, also 9. Ich suche gerade mein Verkackboot. Dein Verkackboot? Ein verkacktes Boot. In der Tasche habe ich jetzt schon wieder, warte, ich gucke schnell. Ach doch, Z. 4. Ich hab auch 4. 6 in der Tasche, 7 in der Tasche. Komm gerade mal auf meine zweite zu. Da ist noch eine Schildkröte! Gamehack! Schildkröte! Ey, die schwimmt mir sogar noch entgegen. Schildkröte, du bist so gut zu mir. Ich will jetzt hier nochmal in die Aufnahme nehmen, ne? Vor dem Restart, der hier gerade war, nachdem wir jetzt hier angefangen haben zu farmen, war ein Hacker auf dem Server, der ist durch Kavala gerannt mit einer 50-kalibrigen Sniper. Nein. Der dort alles umgemäht, was Beine hatte. Ja, okay, mit dem Ding brauchst du aber auch nur einen Schuss. Hat mir der Herr nette Manuel, der nette Virus gesagt, der auch in Real Life Manuel heißt. Ach so. Der Manuel-Virus. Genau, der Virus. Manuel. Der Virus. Kennt ihr den Virus Manuel? Der Virus mit dem Manuel dran. Ja, der ist ganz schlimm. Vor allem Windows 8 ist er sehr anfällig. Ja. Beim Windows, ja. Beim Virus Manuel. Wo kann man denn alles Salz farmen? Ist das deren Ernst? Ist das eine Schildkröte? Nein, ist keine Schildkröte. Wo ist Schildi? Wo ist Schildi? Ja, vor allem, man sieht euch auch voll geil dann so, wenn man das so benutzt mit dem, mit den nicht geladenen Texturen. Ja. Gleich 11 Schildkröten im Inventar. Gibt's doch gar nicht. Ein Polizeireis? Aber jetzt ist ja blöde, jetzt ist ja, Polizei, wait. Jetzt ist hier aber keine Schildkröte gerade bei mir, obwohl ich gerade auch die nicht geladenen Texturen geladen habe.
Weil wir laden ja nicht geladene Texturen. Ja, wir laden die einfach nicht. Ja, wir laden die einfach nicht. Wir Hallo, nimm doch die Schildkröte, Mann. Hallo. Also ich habe jetzt 11 in der Tasche. Och, Mann. 11 in der Tasche? 11 auf der Tasche. Take du 11 Schildkröten auf der Tasche? Du bist ja richtiger. Und gleich 14 im Boot. Oh, dann ist das Boot ja schon voll. Da ist eine Schildkröte. Alter, da ist gerade eine Schildkröte gespawnt. Ganz ehrlich, die hat mich fast gebissen, ey. So, 14 im Boot, eine auf der Tasche. So, und da ist noch eine Schildkröte. Schildi, ich komme. Und schieß dir in den Kopf. Aber keine Sorge, Schildi. Alle zusammen oder? Ja, normal. Alle zusammen, wenn schon, denn schon. Alles klar. Weil wir überfallen werden, können nämlich Leute dann spotten und töten. Ja, so, und da ist noch eine Schildi. Ey, du hast gesehen, was ich für Esther-Skills hab, ja, letztens. Ey, ganz ehrlich, er hat sowieso den Waffenskill, weil hast du weißt noch PDW? Einfach mal kurz so per Headshot aus einem wegfahrenden Auto jetzt von dem Fahrer rausgeholt, Alter. Mit einer Schildkröte. Wie eine Schildkröte da. Was mit der Schildkröte? Mit dem Esther-Skills meinte ich jetzt letztens beim Turtle-Dealer, wo wir dann das letzte Mal Turtles gefarmt haben, nachdem ich gebannt wurde. Wenn du das bist. Ach so. Vor mir ist keine Schildkröte direkt vor mir. Okay. Man sieht dann nur seine eigenen Schildkröten. Jeder hat seine eigenen. Ach so. Ernsthaft? Damit man sich die nicht gegenseitig wegnehmen kann. Ach, ich dachte, die gehen alle so zusammen. Nö. Oh, ich habe aber schon die nächste gefunden. Ja, ich auch. Schildi, wo bist du? Da bist du ja. Das also mein Boot kann man ganz schwer erkennen. Wer ist das? Ist das der Tech? Das ist der Merni. Hallo Merni. Ich hab mir grad eine Schildkröte gegriffen. Also ich hab schon wieder 5 im Rucksack. Ah, da ist eine Riesenschildkröte, da muss ich aber mal drauf schießen. Ich schieß gleich mal auf dich, du Schildkröte. Leg dich mal am Land auf dem Rücken, dann bist du eine Schildkröte. Zed, ich hab jetzt 9 im Inventar. Wie viel im Boot? Ich glaub 7 oder 8. Ich bring mal welche weg, wie kann ich denn die nachgucken? Ich hab 6 Schildkröten, wie viel kann ich aufnehmen? Also ich kann 11 mitnehmen. Ach so, okay, dann habe ich noch ein bisschen. Aber ich werde mal in der Nähe von meinem Boot bleiben. Oh, jetzt wird's langsam dunkel. Jo, aber wir haben ja Nachtsichtgeräte. Aber ich nicht, also das heißt, ich darf gleich abbrechen. Toll. Nee, du musst einfach dann mal bei deinen Grafikeinstellungen die Helligkeit und Gamma ein bisschen höher stellen. So Noob-Wischen! Ja, ist jetzt ein bisschen noobmäßig, aber ich meine, was soll er denn jetzt machen? Soll er jetzt aufhören, deswegen? Ist ja auch doof. Einfach Kontrast und einfach Helligkeit und so hoch und dann siehst du wieder unter Wasser was. Ich sehe da gerade drei schwarze Schildkröten, wow. Also ich bin eine grüne Schildkröte. Ich bin auch eine grüne. Egal. Ja, im Dunkeln ist es halt eine schwarze. Schwarz-grün bitte. Schwarz-grün, rot, wirst vielleicht doch noch rosa bei haben. Tech, was hast du gesagt? Wie viele Schildkröten kann man aufnehmen im leeren Rucksack? 11? Ich habe Essen und Trinken drinne und da kann ich 11 mitnehmen. Okay, ich hab jetzt 10. Also ich habe 2 Wasser, 2 Bacon drin und in meinem Boot. Ja, ich habe die ins Boot gepackt, deswegen habe ich hochgeklärt. Ja, aber im Boot nehmen die dann halt auch wieder Schildkrötenplatz weg. Ja, also macht also keinen Unterschied, ja? Richtig. So, und wer kein Essen mit hat, ja, der sollte tauchen und sich einen Fisch schnappen. Also eine Wasserflasche kannst du ins Boot essen packen. Kann ich mit denen den Fisch schnappen? Okay. Auch abschießen? Nee, dann musst du einfach mit Windows-Taste einsammeln. Ja. Hinschwimmen und mit Windows-Taste einsammeln. Aber Fisch bringt halt nicht so viel Geld, ne? Was? Fische bringen nicht viel Geld? Nee. Obwohl ein Dingens hier, ein Thunfisch bringt 900. Ja gut, okay. Wie viel kannst du mitnehmen davon? Wie viel brauchen die? Ein paar. Ich weiß nicht genau, wie viel Platz die jetzt wegnehmen. Ah, ich sehe nichts mehr. Scheiße. Aber war das nicht auch so, dass man jetzt beim Fischen Fische essen kann, wenn man Hunger hat? Ja, Fische kannst du essen. Ja. Deswegen, ich nehme kein Essen mit zum Fischen, ich nehme nur 3 Mal trinken. Mir hat nämlich auch wieder eingefallen. Da ist eine Schildkröte. Schildi! Brunhilde, ich will dich streicheln! Ich find ganz ehrlich, Schildkrötenfarm ist das entspannteste Farm, was man machen kann. Von den illegalen Sachen her. Ja, solange du in Ruhe gelassen wirst, ne? Meine Gang, Golden Army, da ist der Lokinator noch drin. Was macht denn der da? Ja, Freunde, wir sind wie versprochen am Schildkrötenfarm und ich kann euch eins auf jeden Fall schon mal sagen, das wird noch sehr witzig, aber
Nee, ich kann das jetzt nicht erzählen. Aber das wird noch richtig lustig auf jeden Fall. Da gibt's noch viel Action. Aber wir sind erstmal hier. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie man das anvisiert am besten, wie man die killt mit einem Schuss. Ist auf jeden Fall sehr munitionssparend, denn ihr habt ja gehört, man kann theoretisch, ja, 11 Magazine auf eine scheiß Schildkröte schießen, ohne dass sie der Meinung ist, auf den Rücken schwimmen zu müssen. Aber, mein Gott, ihr seht ja, es geht ruckzuck, schön, ein Schuss, Windows-Taste, knack, und dann hat man sie. Und wenn nicht, naja, dann nimmt man halt die nicht perfekt geladenen Texturen und dann sieht man die Schildkröte noch einfacher. Aber noch ein paar Tricks oder was wir noch so machen, das zeigen wir euch dann in der nächsten Folge von Altes Live. Also, schöne Grüße auch von Tech, von Regency, Manny und. Und wir sehen uns wieder. Also, bleibt dran, haut rein, ciao. I can say what I wanna say, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I call you a nigga, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I can act like an animal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I eat you like a cannibal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I'm raw as a dirty needle, choke a eagle, just to feed all my people. Lyrically, I'm so lethal, plant thoughts in they mind just to defeat you. Ice Cube is a saga, y'all spit saliva and I spit lava. I got the fearless flow, don't get near this hoe, if you scared to go, I keep it gangsta. And why should I change that? Fuck you old motherfuckers trying to change say rap. What, say what? But ain't you the same cat that sat back when they brought cocaine say back? Say what, say what? I'm trying to get me a Maybach. How you motherfuckers gonna tell me don't say that? You the ones that we learned it from. I heard nigga back in 1971. So if I act like a pimp, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I call you a nappy-headed hoe, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I shoot up your college, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I rob you of knowledge, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it.